Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Fortschrittliga hier im dritten Flügel von die verfallene Stadt, also Fortschrittliga, um genau zu sein, bei Hearthstone. Und wir kommen zu. Lasst uns sie ergreifen und alsbald von hier verschwinden. Okay, ja, Lady Nasjar, niemand weiß, wie man sie genau richtig schreibt. Und ich habe euch hier ein kleines Deck zusammengestellt. Ihr seht es hier auch an der linken Seite. Es ist ein sehr, sehr einfaches Druiden-Deck. Und Lady Nasjar sollte eigentlich kein großes Problem sein. Das heißt, ihr müsst eigentlich nur schauen, dass ihr immer genügend Diener auf dem Feld habt. Dadurch, dass sie jedes Mal diese Diener ja auch entsprechend bufft und halt eben verbessert, sollte es kein Problem sein. Ihr müsst nur schauen, dass sie drüben bei sich keine Diener behält. Und deswegen habe ich hier eigentlich nur Karten reingemischt, die in irgendeiner Weise halt eben weitere Karten spawnen lassen. Das heißt, ihr seht ja zum Beispiel hier den Echo-Schlamm, der gibt zwei. Auch da unten halt eben der Jäger, der Murloc-Jäger, der gibt auch zwei Karten. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Okay. Gibt auch entsprechend zwei Karten. Und ja, ich habe jetzt keine Einzel reingebaut. Sollte auch kein Ding sein. Sie zieht ja da eh nichts. Ragnaros ist jetzt eine Ausnahme. Und ich glaube, ich spiele lieber den Murloc-Jäger einfach, weil er einen Schaden mehr macht. So, jetzt wird sie auch entsprechend dann gleich wieder ihre Fähigkeit einsetzen. Macht erst die Waldwölfe, schaut, wie wir damit umgehen können. So, und verbessert sie entsprechend. So, Wie ergeht es unseren werten Kollegen? Reno ist mit dem Schaft der Sonne zurückgekehrt und Bran ist auf dem Weg. Ja, okay, dann ist gut. Wir nehmen auf jeden Fall den 2-2er hier weg, weil sie natürlich weitere Karten ausspielen wird. Beziehungsweise ihn entsprechend auch verbessern wird. So, den nehmen wir weg. Wir haben immer noch die Karte da liegen. Ich lasse weitere. Soll ich den oder... Ja, ich nehme sie. Einfach, weil sie auch wieder zwei Karten aufs Deck fallen lässt. Wir haben ja noch unseren Tank dran liegen. Und dann schauen wir, was entsprechend draus wird. Sie geht natürlich hier in den Angriff, nimmt uns eine Karte weg und verbessert wieder alles. Jetzt liegt oben eine 0-4, das ist natürlich wunderschön. Wir können mit einer unserer Karten schön drauf gehen. Ich hätte auch die Schlange nehmen können, die zerstört ja eh auch alles, die Grabschlange. Und ich gehe mit allem ins Gesicht. Auch hier wieder, ich lasse zwei entsprechend spawnen. Und dann soll sie mal gucken, wie sie das Ganze für uns weiter verbessern wird. So, sie muss drei Karten ziehen. Ist bei 45. Wir sind bei 28. Unsere Karten werden verbessert. Sie kann nichts spielen. Armeen der Tiefen überkommt unsere Feinde. Ja, wo sind deine Armeen der Tiefen? Ist das nicht etwas extrem? So, also, was machen wir jetzt? Er bringt ja eh nur was, wenn ein Charakter geheilt wird. Das haben wir nicht in diesem Deck. Ist ja eine Priesterkarte eigentlich. Das wilde Brillen wird auch noch nichts in dem. Das heben wir uns noch ein bisschen auf. Und ja, deswegen würde ich einfach gucken, dass wir eine weitere Karte halt eben reinspielen. Wir haben 5. Das heißt, wir können den Echo-Schlamm zum Beispiel reinsetzen. Dann sind wir komplett auf der 7. So, und sie darf unsere Karten schön natürlich weiter verbessern. Fällt jetzt schon weit schön. Wir können auch hier nochmal einmal unser Brüllen einsetzen. So, und noch einmal schön ins Gesicht gehen. Dann schauen wir, was macht sie jetzt draus. Mit ihrer Perle. Sie legt sich eine Waffe an. Hui. Jetzt möchte sie bei uns auf dem Deck ein bisschen aufräumen. Dann hoffen wir, dass wir hier entsprechend alle lauter schöne Sachen bekommen. Das sieht gut aus. Der einzige, wo mir Sorgen macht, ist der 2-1er, der da unten liegt. Aber soweit sind eigentlich alle ganz gut geschützt. Wir spielen ihn einmal rein. Machen hier gleich einmal schön unser... So, unsere Heldenfähigkeit. So, gehen voll ins Gesicht rein. Sie fällt schon auf 15 jetzt. Es steht 30 zu 15 und sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt geht sie hier auf unseren Tank, zerstört uns damit eine Karte und legt sich die Waldwölfe hin. In der Hoffnung, dass sie da damit irgendwas Schönes bekommt.
Wie sieht's für uns aus? Ein Frostblitz geht Gott sei Dank kaputt. So, da auch wieder eine Karte, womit wir sehr, sehr viele schöne Karten bekommen. Unten die Wichteldame. Wir sollten gucken, ob wir die irgendwie wegkriegen hier. Der 4-4 können wir auf jeden Fall in den 3-3er. Wird ja alles komplett wieder geheilt. Das ist schön. Und wie sieht's noch aus? Soll man Brüll noch nahe setzen oder einfach die Wichteldame nehmen? Oder ich nehme den Heuler und gehe ihr direkt aufs Gesicht. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Das heißt, hier einmal ihre Karten wieder wegnehmen. Dann haben wir einfach Ruhe und gehen mit allem, was wir haben, wieder direkt ins Gesicht rein. So, es steht 30 zu 12. Sie legt sich wieder eine Waffe an, nimmt eine von unseren Karten weg, tauscht unsere aus, unser Eisheuler bleibt da. Oh mein Gott, wenn ich ihn schon sehe. Hier, Opa Chen. So eine nutzlose Karte. Dann könnten wir jetzt eigentlich entweder brüllen. 2, 4, 6, 8. Würde schön lang. Oder wir machen ein schönes Ragnaros-Ende. Ich glaube, ich mache ein Ragnaros-Ende. Ja, einmal schön mit allem ins Gesicht gehen. So, dann die Runde beenden und Ragnaros macht den Rest. Und damit ist Lady Nasya hier auch Geschichte. Tja, das war der dritte Flügel jetzt. Jetzt kommt im Prinzip, wird es dann spannend. Die Perle gehört uns. Begleitet mich zur Halle der Forscher. Dann fügen wir das Artefakt zusammen. Yep, wir basteln es, ja. Und dann kommt Rafam und nimmt uns weg. Und den besiegen wir dann nächste Woche in einer neuen Runde und neuen heroischen Herausforderungen hier bei Hearthstone. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Wenn ihr das Deck nochmal braucht, ihr findet es auch unten in der Beschreibung. Ist ein schöner Link drin mit allen Karten nochmal und einer schönen Beschreibung, wie ihr das Ganze spielen könnt. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Vergesst euren Follow nicht und ja, natürlich auch den Like. Bis dann. Ciao, ciao.